Jetzt war ich gerade im Gym drüben und der Golf, der Coach hat mir gesagt, dass der Johnny hier irgendwo in einem Coffeeshop arbeitet. Von wegen, braucht Zeit für mich und ich bin im Gym und gehe trainieren. Johnny? Das ist ein Scherz, oder? Hackelst du hier auch, oder? Ich hab gedacht, du arbeitest in einem Restaurant da drüben. Nein, ich bin jetzt auch im Coffeeshop da. Seit wann arbeitest du hier? Jetzt sind die siebte Woche oder was. Ich hab halt in der zweiten Woche, wo ich herkomme, noch angefangen. Warum hast du mir nichts gesagt hast? Ja, was? Ich will erzählen, ne? Wollen Sie was trinken? Erst kannst du mir nochmal bitte für die Welt da draußen deine Theorie über das Kaffeesaufen erklären? Also, gestern waren wir Kaffee trinken in einem Fancy-Schuppen, da haben wir bezahlt 40 Watt für einen Kaffee. Mhm. Und wie kostet er 10 Watt? Wie viele Euro sind das circa? Also 40 Watt sind 1 Euro. Also ein Viertel von 1 Euro, 25 Cent. Ja, hast du das im Kopf ausgerechnet jetzt, oder? Ja, ja, natürlich. Okay. Heute kannst du Bargeld kaufen. Kommt erst. Und natürlich dann, wenn du die beste Bitte von den Falken willst vom Kaffee, trinkst du es nicht so wie der Oberverlag Richard Schaudner mit Eis, damit du es schön abwasserst, sondern du trinkst heiß. Okay. Also Kaffee mit Eis ist für dich gay. Es sei denn, es hat 42 Grad. Das heißt, du könntest einen anderen Eisbad machen. Ja. Hast du deine Truhe rein, hast du gesehen? Kriegst 25 Kilo Eissack auf den Schädel und dann läuft die Sache schon. Das ist natürlich klasse. Keine Ahnung, wie groß dieser Sack, wie schwer dieser Sack jetzt gewesen ist, aber ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es 10 Kilo oder was gewesen sind. Und 40 Bad, also da sind wir wieder beim Euro, ne? Und das geliefert. Also für eine Eisbad-Sitzung ist das sicherlich eine geile Geschichte. Wir werden schauen, ob wir nicht irgendwo so eine fette Tonne organisieren und das gescheit machen. So, soll ich das berechnen? Ja. 10 Bad, 30, 50, 60, 70 Bad. Jetzt trinken wir jeweils einen Kaffee und haben so viel konsumiert, wie wenn wir in anderen Hütten jeder einen Kaffee trinkt. Das System funktioniert. Also Johnnys Kaffeesystem funktioniert wirklich. Wir haben uns jetzt hier deppert gezoffen mit Kaffee. Und wir haben aktuell noch immer nicht Herzrasen. Erstens einmal das. Und zweitens noch immer nicht mehr ausgegeben als für gestern für diese zwei luxuriösen Kaffees um 1 Euro. Warte, ich glaube, es ist Zeit, das Gestrüpp hier oben loszuwerden, oder? Leute, ich weiß nicht, was schärfer aussieht, meine Frisur oder diese Waffe dahin. Ja, wenn denen hier Fahrt ist, dann machen sie einfach den Hunden ein paar Tattoos, oder? Auch nicht schlecht, oder? Dieses Essen hier ist einfach der Hammer. Also allein deshalb liebe ich Thailand schon echt. Also, so zu speisen und immer alles recht frisch. Hier Oktopus. Und überall Seafood-Salate dazu. Also genau meins. Und auch ein bisschen genau seins.